Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Abonnenten bedanken und bei allen, die mir einen Daumen nach oben gegeben haben. Ja, es gibt wieder einen neuen Vortrag aus meinem Fundus und ich bin gespannt, wie Ihnen die Hörprobe gefällt, die ich jetzt online gestellt habe. Und sollten Sie Gefallen daran finden, dann können Sie den ganzen Vortrag in meinem Shop auf www.angelikalex.de bestellen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf Ihr Abo oder Ihren Daumen hoch. Die Psychopathologie von Marium ist, dass die relativ begriffsstutzig sind, geistig behindert sind, natürlich nicht immer. Die Idiotie, geistige Armut, geistige Erschöpfung im Alter. Es ist also auch ein wichtiges Mittel für alte Menschen, genau wie Lycopodium ein wichtiges Mittel ist. Oder auch Alumina ist auch ein Mittel, was, wenn man geistig immer mehr retardiert oder vergesslich ist. Barium Carbonicum hat Wahnideen, wobei Wahnideen sind ja keine Wahnideen, sondern das ist ja meistens dann auch so. Man würde über ihn lachen und spotten, das ist das Schlimmste für ihn. Er sei körperbehindert. Meistens sind diese Menschen auch behindert, geistig und körperbehindert. Aber wie gesagt, eher geistig behindert, Causticum ist eher körperbehindert. Er hat auch die Wahnidee, er wäre ein Zwerg. Seine Beine würden ihm fehlen. Er wäre ein Stein. Und ganz wichtig in der Anamnese, wenn man Männer in der Anamnese hat, die meinen, ihr Penis wäre zu klein, dann ist das ein wunderbares Mittel und es ist auch ein wunderbares Mittel für die Potenz. Und wir haben ja mehrere Potenzmittel in der Homöopathie. Da gehört auch wieder Lycopodium rein, da gehört Graphitis rein, da gehört auch Barium mit dazu. Staphysagria gehört dazu, Medurinum. Das sind alles die Potenzmittel für die Männer. So, ich melde mich nochmal bei Ihnen, um zu hören, ob Ihnen meine Hörprobe zu den jeweiligen Vorträgen oder auch Unterrichtsmaterialien gefallen haben. Wenn dem so sein sollte, vergessen Sie nicht einen Daumen hoch und ein Abo, sofern noch nicht geschehen. Und für weitere Informationen stehe ich Ihnen natürlich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich auch anrufen, dann kann ich Ihnen weitere Informationen dazu geben. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald, Ihre Angelika Lex.